Ba-ba-da-ba-ba. Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Satisfactory. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr am Start seid. Und ja, wir klicken auf Fortsetzen und machen direkt weiter. Euch viel Spaß und los geht's. Jawohl, ja, und da sind wir. So, schön. Hier sind wir immer noch fleißig am Scannen und der braucht noch 19 Minuten. Sehr schön. Wir gucken mal eben, was so ein Inhalator kostet. Zack. Haben wir. Und Mycelium. Wir haben doch hier irgendwo einen Höhleneingang. War das nicht hier irgendwo? Gehen wir da noch mal eben rein. Hier war das doch irgendwo, oder nicht? Mal gucken, ob ich diese kleinen Viecher jetzt sehen kann. Hier schön alles einsammeln. Dann können wir auch bestimmt wieder Gewebe und Fallschirme herstellen. So, schauen wir mal. Nehmen wir den mal weg. Jawohl. Gucken, wo wir hinkommen. Viel höher geht's auch nicht. Aber die ollen Spinnen sind nicht mehr hier, ne? Da geht es ja noch woanders raus. Hier oben geht es raus. Mal gucken, wo wir da hinkommen. So, wo sind wir denn hier? Okay, ganz auf der anderen Seite. Nehmen wir nochmal zwei Eisenerzvorkommen. Ah, alles klar. Wir sind dann komplett auf der anderen Seite rausgekommen. Das macht so Spaß. So, müsste man mal gucken, ob der hier so einen Sturz auch ab kann. Nee. Aber man kriegt nicht so viel Schaden. So, dann haben wir alles. So, haben wir einen. Verbrauchsmaterial, Slot-Hände, alles klar. Dann würde ich sagen, testen wir den auch mal aus.
dass wir da oben raufkommen. Zack, Slot-Hände. Wo ist er? Da. Bumm. Muss man da mehrere herstellen oder was? Ne, ich krieg Schaden. Muss man das gedrückt halten oder was? Das hat irgendwie nicht hingehauen. Hm. Er ist irgendwie weg. Schade. Okay. Schauen wir mal, wie die Produktion der Platten anläuft, weil wir brauchen Modularan und Motoren. Wie sieht's denn aus? Haben wir schon was? 44 Stück. Und Rohre brauchen wir. Sind ja jede Menge Rohre. Hep. Da kannst echt schnell laufen mit den Dingern, ne? Schon gewaltig. Wenn man überlegt, was man alles braucht, ey, so viele modulare Rahmen, sonst muss man automatisieren, da wird gar kein Weg dran vorbei. So, was haben wir denn noch hier? Stahlproduktion müssen wir eigentlich anwerfen. Zack. So, fehlen uns noch Rotoren. Stellen wir mal Rotoren her. Lalalala. Rotoren, Rotoren. Oh. Weil uns was fehlt? Schrauben. Wir können ja jede Menge Schrauben herstellen aus den ganzen Stangen, die wir haben. Dann hätten wir das schon freigeschaltet und dann können wir in die Stahlproduktion gehen. Das heißt, wir brauchen Kohle. Und wir brauchen Eisenerz. So. Milestone reached. Ja, da hebt er nochmal ab. Jawohl. Foundry and improved miner included to ensure efficiency of new pipelines. A collection of new, more complex parts is now available for crafting. Ich glaube, bevor ich hier noch eine aufbaue, zwacke ich hier was ab, weil es stockt sowieso. Und vielleicht baue ich mich hier so ein bisschen aus für die Stahlproduktion. Macht das Sinn? Macht irgendwie keinen Sinn, weil da hinten die Kohle ankommt. Hm.
Dann macht es vielleicht Sinn, hier so ein bisschen rauszugehen und von da oben Kohle runterzuholen und hier die Stahlproduktion zu machen. Könnte man machen. Logistik-Splitter. Oh, die Container sind nämlich alle rappelvoll, richtig? Richtig. Da können wir hier ruhig was wegnehmen. Ich würde da sogar zweimal hingehen. Schauen wir mal, was das kostet. So, Produktion, Gießerei brauchen wir. Mal zwei Gießereien, zack, zack. So, dann brauchen wir Industrial Beam. Beton haben wir dafür und Stahlrohre. Okay, dann schauen wir mal, was wir brauchen dafür. Wir brauchen für Stahlrohre brauchen wir Stahlbarren. Und Stahlbarren bekommen wir aus Eisenerz und Kohle. Alles klar. Wie sieht mein Inventar aus? Okay, wir machen hier erstmal. Wo haben wir es denn? Hier, Energiefragment. Und die gelbe Schnecke müssen wir noch scannen. Das machen wir später. Dann tun wir den Kram erstmal weg. So, den tun wir auch weg. Das Methyl tun wir auch weg. Und der Rest kann erstmal so bleiben. Gut, dann holen wir uns Kohle von da hinten. Guck mal, es stockt. Es stockt, es stockt, es stockt. Könnte man eigentlich nicht die Kohle von da oben holen, sondern direkt von hier gehen. Das machen wir auch. Upsala, Bomb, wie viel Kohle haben wir denn drin? Richtig viel. So. Jawohl. Rums die Bums und rums die Bums. So. Da machen wir uns händisch mal eben Barren. Waren. Babam.
wir müssen vielleicht mal eben schauen, ist die hier Stahlbeton braucht Steel Beams und normalen Beton, alles klar. Hauen wir erstmal die Stahlbarren durch. Dann würde ich sagen, machen wir so 60 Rohre. Den Rest hier Beams. Was wir haben, haben wir. Ach ja, ist das schön. Ich mag dieses Spiel. Ansonsten, wenn ihr Tipps und Anregungen für mich habt, immer rein in die Kommentare damit. So, und da geht uns die Kohle aus. Zack, bumm. Jetzt werden wir Stahlrohre herstellen. Und Steel Beams. Seht schon, wie aufwendig das ist, dass man an die Endprodukte kommt. Das müssen wir später auch noch finalisieren und optimieren und automatisieren und alles viel und groß. Und da werde ich gerade von irgendwem angeschrieben, worauf ich nicht antworten kann gerade. So, 24 können wir dann noch machen. Und da kommt unser Flieger zurück. Sehr schön. So. Was wollte ich jetzt? Beton brauchte ich noch. Wo war denn Beton? Beton war hier oben. Schön.
müssen wir mal schauen. Ja. Obwohl die eigentlich auch egal ist, ne? Naja, macht nichts. Upsi. Nein, warum machst du das? Ist egal, wenn da einer quer unterliegt. Da, hier geht keiner. Und da geht auch keiner mehr, okay. Dann gehen wir in diese Richtung. Wie lila die Steine leuchten, ja. So, da haben wir erstmal ein bisschen Arbeitsfläche. Den sumsel ich mal eben weg. Habe ich noch Sprit einstecken? Nee. Geht die noch? Ja, geht noch einmal, alles klar. So. Pom, 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 pom. Wir kommen von hier. Naja, bauen wir erstmal zwei hier hin. Gießerei. Und wo kommen wir denn mit der Kohle? Da kommen wir von dort. Dass man das nicht vernünftig platzieren kann, ne? Na komm, egal. Da einen hin. Und da auch einen hin.
So, dann muss hier auch noch ein Splitter. Ja, das hat ja richtig klasse gar nicht hingehauen. So rastet er ein. Und jetzt kommt da auch was, jawohl. So, und jetzt müssen wir noch die Kohle hierher kriegen. Und wir wollen den einmal absplitten. Nur wenn wir Strom haben, von da erstmal nach hier und von hier nach hier und von hier daran und von da nach daran und ihr macht dann bitte Stahlbarren und Stahlbarren. Jawohl. Stahlproduktion läuft und Kohle kommt auch. Müssen wir mal gucken, wie schnell das hier läuft. Läuft bei 100%. Gut, dann haben wir die Stahlproduktion. Sehr schön.
Und wir sind am Ende einer Folge. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn ihr mögt. Also, bis dahin macht's gut. Haut rein. Und ciao.